Mehr als 100 Basketballerinnen und Basketballer sind heute zum Midnight Basketball gekommen. Und was es hier so alles zu sehen gibt, das schauen wir uns jetzt mal an. Herzlich willkommen auch nochmal von mir. Ich habe jetzt Charlie bei mir. Charlie, wie kommt es, dass du hier bist heute Abend? Ja, ich wurde eingeladen von den Hamburg Towers und auch von der S-Bahn. Die haben mir gesagt, ja, das wäre doch cool, wenn ich dabei wäre. Und fand das eine richtig geile Idee. Musste sowieso einfach zusagen. Geile Sache. Also wir haben gerade die S-Bahn Fast Track gemacht. Da konnte man Towers Cap gewinnen und Karten PK 1 fürs nächste Spiel, also ganz nah dran. Und Schlüsselband, die Jungs mussten da von verschiedenen Spots werfen, haben das auch ganz gut gemacht. Und wir haben gleich noch ein paar andere Challenges, wo sie auch absagen können. Unter anderem ein von Lars Kamp im Spiel getragenes Shirt mit unter Autogrammen von allen. Ich bin das erste Mal heute hier. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr überrascht, wie viele Kinder hier daran teilnehmen oder Jugendliche. Ist echt eine coole Veranstaltung und ich werde das nächste Mal definitiv wieder dabei sein. Eine mega Veranstaltung geht zu Ende. Über 100 Leute, die hier gezockt haben, auf den Konsolen gezeigt haben, was sie können und bei guter Musik und guten Coaches einfach einen tollen Abend gehabt haben. Wir freuen uns, dass so viele da waren, danken der S-Bahn und freuen uns auf das nächste Mal.